besteht natürlich schon das Risiko, wer Fahrräder klaut, dass der dann auch im Zweifel gewalttätig werden könnte. War um 20 nach 7 zurück und da waren die Räder, die waren alle vier weg und haben vom Auto aus natürlich sofort die Polizei angerufen. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Zuletzt wurde es am 9. März gestohlen, zwischen 18 und, ich sag mal wahrscheinlich 18.45 Uhr. Und in dem Wintergarten habe ich bis 18 Uhr etwa gesessen und dann bin ich nochmal spontan Getränke einkaufen gefahren. War um 20 nach 7 zurück und da waren die Räder, weil ich immer durch den Raum durch muss, wo die E-Bikes alle drin standen, die waren alle vier weg. Was hast du dann unternommen? Bin sofort ins Haus gelaufen, habe meine Frau und meinen Sohn gefragt, ob irgendeiner die Räder vielleicht umgestellt hat, aus welchem Grund auch immer, oder weiß, wo die sind. Und als niemand da irgendwo was zu sagen konnte, habe ich sofort den Autoschlüssel genommen, habe mir meinen Sohn und seine Freundin geschnappt, meinen Biketracks, GPS-Tracker angeworfen und gesagt, die müssen in etwa 4,5 Kilometer da und da stehen. Wie viele Täter waren beteiligt? Es müssen ja definitiv vier Täter gewesen sein, weil alle vier Räder an der gleichen Stelle wieder aufgefunden worden sind und an der gleichen Stelle weg gewesen sind. Und ich gehe einfach davon aus, dass die vier dann auch zusammengefahren sind. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Um sicherzustellen, wo die sind, nicht, dass die dann in irgendein Auto umgeladen werden, wegkommen, haben wir uns sofort auf den Weg gemacht dahin und haben vom Auto aus natürlich sofort die Polizei angerufen. Ich sag mal, man weiß ja nicht, was einen am Zielort eventuell erwartet, wenn da vier Kumpels von Wladimir Klitschko stehen, dann bin ich mit meinem Sohn nicht gut bedient. Es besteht natürlich schon das Risiko, wer Fahrräder klaut, dass der dann auch im Zweifel gewalttätig werden könnte. Und deswegen haben wir zum einen natürlich das Auto auch zugelassen und haben sofort die Polizei gerufen und haben versucht, die dahin zu bestellen. Und als die Polizei dann kam, die ja auch dann Taschenlampen bei hatten, inzwischen war es dunkel, sind wir mit der Polizei auf dieses Gelände gegangen und wir konnten auch da nachher die Räder wieder rausschieben. Sie lagen tatsächlich in der hintersten Ecke dieses Geländes, hätte die Räder vermutlich nicht gesehen, weil dann so ein kleiner Wall war und hinter dem Wall im Gebüsch lagen alle vier Räder. Weißt du, wie der Diebstahl im Detail von den Tätern durchgeführt wurde? Wir haben nachher Einbruch- oder Aufbruchspuren an einer Tür festgestellt oder zumindest festgestellt, dass die Tür von außen geöffnet worden sein muss. Wir haben auch gesehen, dass hinten durch die Gewächshaustüren die Räder rausgeschoben worden sind anhand der Spuren, die die Fahrräder dann im unbefestigten Boden hinterlassen haben. Und selbst wenn die Räder mechanisch gesichert gewesen wären, hätten die Täter zumindest eine halbe oder eine Dreiviertelstunde Zeit gehabt, diese Schlösser aufzuknacken, die Räder mitzunehmen. Und auch dann wären ohne den GPS-Tracker keine Spuren wahrscheinlich aufzufinden gewesen. Inwieweit hat der Biketracks GPS-Tracker zur Aufklärung beigetragen? Ohne den GPS-Tracker hätten wir die Räder nicht auffinden können. Die Polizei hätte eine Diebstahlanzeige aufgenommen, die dann innerhalb von 14 Tagen vermutlich eingestellt worden wäre, wie ich das von früheren Verfahren kenne. An der Stelle, wo diese Räder lagen, wären sie auch in den nächsten Tagen und Wochen voraussichtlich nicht aufgefallen. Man kann ganz klar sagen, ohne die GPS-Ordnung wären die Räder auf diesem abgesperrten Parkplatz nicht aufgefunden worden.